Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 3. Wir befinden uns hier direkt vor einem Schloss, wo ich der Meinung bin, dass es von der Geschichte her weitergeht. Wir gehen doch gleich mal hier rein. Schloss Argus, genau. Die Soldaten von hier terrorisieren ein Dorf namens Tokul. Der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen. Was ist hier los? Und was mir erstmal auffällt, es gibt keine Torwachen. Und auch nicht wirklich Leute. Was ist hier los? Wo sind die alle hin? Selbst die, ja, Tafelrunde hier. Na, Tafelrunde, die Runde ist nicht besetzt. Und hier ist gar keiner. Okay. So, hier können wir uns noch einmal heilen. Warum auch immer. Ich habe so da eine Vermutung. So, wo können wir weiter hin? Wo können wir lang? Irgendwo geht es hier weiter. Okay, von hier komme ich doch. Okay, da kann ich hier tatsächlich. Ah, ein kleiner Geheimraum. Bombensplitter und Antarktiswind. Ja, das sind zwei Items, die quasi einen Zauber repräsentieren. Die verbrauchen sich aber bei der Benutzung. Die Frage ist jetzt nur, wo kann ich hin, dass es weitergeht? Hä? Habe ich jetzt etwas übersehen oder? Okay, hier ist weit und breit kein Weg gewesen. Bin ich jetzt ein bisschen blind? Bin ich blöd? Bin ich jetzt total durch? Oder wie ist das? Oder müssen wir hier was finden? Irgendein geheimer Zugang oder irgendwas, was glitzert? Ich gehe mal hier hin. Noch einmal. Wobei ich gar keine Hoffnung habe, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Hä? Das ist jetzt komisch. Okay. Nee. Warum? Übersehe ich jetzt gerade wirklich was? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wo? Okay. Arktiswind. Noch eins. Okay. War nicht schlecht. Wir stehen einfach so ein bisschen im Nirgendwo. Und der Dash folgt uns einfach brav. Geht das denn hier auch? Nee, da ist ja überall die Mauer. Die kann man ja richtig sehen, quasi von außen. Und hier eventuell glitzert hier auch halt. Was ist das denn? Na, da öffnet sich doch was. Haben wir hier noch was? Okay, ja, super, cool. Hier geht's weiter. Hoffe ich. Wenn ich da doch reinkomme. Okay, wo geht's hin? Ja, hier stehen wir jetzt mal im Nichts.
quasi. Ah, super. 1000 Gil. Sehr geil. Nochmal 1000 Gil und 1000 Gil. Hey, 3000 Gil. Ich werd nicht mehr. So, jetzt können wir hier hoch. Und, Alter. 1000 Gil. 100 Gil. 10? Ne, 100. 1000. 1000. Und 1500. Wie viel habe ich jetzt? Wow, über 10.000. Geil. Ah ja. Na, schau mal. Hier kommen wir doch irgendwo hin. Da geht's rein. Da geht's rein. Und hier laufen wir nur eine Runde, ne? Mhm. Ja, denn, die Tür ist verschlossen. Ich habe doch gar keinen Schlüssel, oder? Mit was soll ich denn das öffnen? Ich habe keine Ahnung. Mein Handy? Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Die Tür ist verschlossen. Potion? Bringt nichts. Wie und wo komme ich jetzt weiter? Ja, toll. Ganz toll. Oder auch nicht. Ich meine, ich hätte da noch eine Idee. Wicht. Kommen wir irgendwo rein, wo wir vorhin jetzt nicht rein konnten. Tür ist immer noch verschlossen. Ich versuche so ein bisschen schräg gegen die Wand zu laufen. In der Hoffnung, dass ich dort eine Öffnung entdecke, in der ich hindurch kann. Aber das sieht schlecht aus, Leute. Also langsam bin ich jetzt schon wieder überfragt. Och nö. Moment mal. Kann ich hier irgendwo durch? Oder war das jetzt rein wirklich nur Beiwerk, sag ich mal? So einen kleinen Nebenraum mit sehr viel Schätzen? Oder kommen wir hier irgendwo noch lang? Nö. Ihr seht ja, dass ich da so richtig schön schräg gegen die Wand laufe. Aber ich habe hier auch nichts, was ich noch betätigen könnte. Ich gehe mal hier oben nochmal ran. So als Wicht. Hier war ja noch der andere Zusatzraum. Genau. Hier ist auch nichts. Kann ich hier irgendwo noch weiterlaufen? Nee. LP und MP wiederhergestellt. Danke. Uiuiui. Na, hier ist was los. War es das etwa echt schon? Geht das hier in der Geschichte wirklich nicht weiter? Habe ich was übersehen? Hier vielleicht?
Ja, ich werde mich mal wieder groß machen. Und, was sagt die Karte? Was sagt die andere Karte? Nee, nicht Vitra. Hehehe. Sicht. Da oben ist noch was. Und ansonsten... Wo könnte ich denn noch hin? Aber soll ich da hoch? Ich meine... Es fühlt sich so an, als würde ich da noch nicht hoch dürfen. Ich weiß nicht. Ich gehe mal da gleich in die Höhle rein und werde mal schauen, wie diese Höhle heißt. Und ansonsten gehe ich gleich nochmal zur Sicherheit in dieses Dorf Tokul. Und, was war das da gerade im Wasser? Klamm der Gul'gana. Dies hier ist, die Klamm der Gul'gana. Wir werden blind geboren. Doch wurden wir mit der Hellsicht beschenkt. Wir können in die Zukunft blicken. Ah, von denen hatte ich schon gehört. Euch segnete der Kristall des Windes. Nun müsst ihr auch die Kristalle des Feuers... Entschuldigung... des Wassers und der Erde ausfindig machen. Ja. Ich spüre die Kraft des Feuers auf der Insel der Zwerge. Die Insel der Zwerge. Okay, wir leben in dieser Klamm, versteckt vor dem Rest der Welt. Denn die Zukunft zu kennen, führt oftmals zu Unglück. Wenn die Dunkelheit die Welt verhüllt, wird alles von der Leere verschluckt. Geraten Licht und Dunkelheit aus dem Gleichgewicht. Gewicht wird eine Kraft geboren, die die Welt zerstören wird. Unheimlich, ne? Das Erdbeben war nur der Anfang, die Erschütterung, welche die Kristalle das Licht unserer Welt verschlingen und Monster aus den Tiefen der blutenden Lande hervorrufen, sind nur Vorboten der Katastrophe, die über die Welt hereinbrechen wird. Der lebende Wald, die trauernden Bäume rufen euch. Ah, hi. Benutzt diesen Zauber und betretet den Turm des Ofen. Hoch im Norden. Dash, dein Schicksal erwartet dich. Den Zauber Frosch erhalten. Okay. Der Turm des Ofen ist voller Maschinen und Mechanismen. Hier erwartet Dash sein Schicksal. Ah ja. Da haben wir doch endlich mal einen Anhaltspunkt. Die Macht der Dunkelheit verhüllt das Licht vor den verbleibenden Kristallen und die Kristalle selbst haben ihre Kräfte versiegelt. Wenn der Turm einstürzt und Flammen des Untergangs spuckt, dann wird der Mann erwachen, der das Schicksal beeinflussen kann. Okay, und wo geht's jetzt hier lang? Alter. Eisstab, sehr geil. Magierrobe, sehr schön. Feuerstab, auch gut. Aber haben wir schon. Aber den Eisstab, den rüste ich mal aus. Und die Magierrobe auch. Ich mag immer von den Zauberrangklassen immer die als erstes schützen, die, sag ich mal, für die Unterstützung der Gruppe zuständig sind, wie gerade Heilung. Und ja, hier und da vielleicht auch ein paar Buffs oder ähnliches. So, Topapa hat uns einen neuen Brief geschickt. Die Kinder von Ur. Seit kurzem entfernen sich die Kinder beim Spielen immer weiter von Ur. Obwohl ich ihre Abenteuerlust begrüße, befürchte ich dennoch, dass sie in Schwierigkeiten geraten werden. Ja, okay. Soll uns das einen Hinweis geben? Sid, wie ich Frau Sid traf. Bei meinem ersten Treffen mit Frau Sid war sie ein Passagier auf meinem Luftschiff. Das war, als würde mein Herz über den Wolken schweben. Versteht ihr? Über den Wolken schweben. Ach, ja. Lassen wir so stehen.
Möchte ich gar... Da, im Wasser. Ein Wal. Oh, wie süß. Ein kleiner Wal. Was ist jetzt hier? Oh, Schokobo. Sehr geil. Komm her hier. Komm hin, Junge. Führen wir dich mal ein bisschen Gassi. Ja, Turm des Ohn. Bin ich ja quasi, ja, für Dash sein Schicksal erfüllen, bin ich dabei, ne? Aber die Folgenlänge momentan sagt, ab hier Schluss. Und ja, auch diese ist ein bisschen kurz wieder ausgefallen, aber ich hatte mein Statement dazu ja schon in der letzten Folge abgegeben. Daran möchte ich mich auch so ein bisschen halten. Wenn es denn mal hier und da ein bisschen länger wird, seid froh, wenn ihr es dann mögt. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann auch wiedersehen. Ja, und in dem Sinne, bis dann.